ich bin's wieder, eure Kat, und ich melde mich mal wieder mit einem Video zurück, denn ja, ich habe schon lange kein Video mehr hochgeladen. Shame on me. Aber ich hatte bis letzte Woche meine letzte Abi-Prüfung und ich war die ganze Zeit im Abi-Stress, deswegen konnte ich kein Video hochladen und ja, verständlich, oder? Und ja, ich habe heute gedacht, mache ich mal den What's in my bag Tag. Ja, da ich jetzt auch gerade in Berlin angekommen bin und zeige ich euch mal, was ich so zum Reisen mit mir schleppe. Also die Tasche habe ich von H&M, glaube ich, einfach eine simple schwarze Tasche. Vorne ist es so mit Leder. Boah, das ist voll schwer. Und hier hinten ist es in so einem Wildleder. Innen drin habt ihr eigentlich nur ein großes Fach. So. Ein großes Fach und hier noch, ja, so ein kleines Handyfach, wo man halt so sein Handy hier reinmacht, aber mache ich eigentlich nie. Und ja, gucken wir mal, was ich da drin habe. Also, als allererstes habe ich hier eine Gala Style, so zum Reisen. Also wenn ich im Flugzeug sitze, dann lese ich mir das halt durch, damit ich die Zeit vertreiben kann. Ich lese eigentlich gar nicht so richtig durch, sondern ich gucke mir meistens immer nur die Bilder an, was die Leute anhaben. Vielleicht was so, zum Beispiel hier Miley Cyrus. Dann habe ich hier auch ein Getränk, Arizona Iced Tea in dem Geschmack Granatapfel. Ja, das ist eigentlich meine liebste Geschmackssorte. Es gibt ja Blaubeere, Honig, Heidelbeer, Pfirsich, glaube ich. Himbeere und Pfirsich, ja. Auf jeden Fall, die Sorte mag ich am meisten. Dann habe ich noch was zum Duty-Free-Shop mitgenommen. Machen wir mal auf. Dort sind, also, machen wir auch gleich mal ein Haul, ein Duty-Free-Haul. Und zwar habe ich mir dieses Parfüm hier geholt, das Roberto Cavalli Exotica. Ja, fand ich eigentlich voll cool. Also sieht auch voll gut aus von der Verpackung her. Warte, ich pack mal aus. Ja, das sieht so aus. Richtig schick. Und es riecht auch, es riecht so ein bisschen so blumig, fruchtig. Ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall exotisch riecht es. Voll die Beschreibung. Dann habe ich noch für Anna als vorträgliches Geburtstagsgeschenk habe ich ihr das Lancôme Trésor Midnight Rose geholt. Ich glaube, ich packe es nicht aus. Auf jeden Fall riecht es sehr gut. Und dann habe ich mir noch eine Handcreme von L'Occitane geholt in Cherry Blossom. Mein Geldbeutel, der ist von Mango. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der kostet. Ich habe den schon seit 3 Jahren. Dann habe ich hier noch Müll. Ah, wenn ihr wissen wollt, wie viel die Parfüme gekostet haben, also das Roberto Cavalli, also das hier, hat 55 Euro gekostet, 75 Milliliter. Und das Lancôme hat 52 gekostet, 50 Milliliter. Dann habe ich noch Kaugummimüll mit einem Haar dran. Tempos. Braucht man immer wieder. Gummibärchen. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon da drin sind. Dann habe ich einen Regenschirm, falls es regnet. Was habe ich hier noch? Einen Kamm, weil ich habe es vergessen, in meinen Koffer einzupacken. Deswegen habe ich es einfach in meine Tasche reingemacht. Der ist von Primark, von der Opia-Marke. Ja, das war gut. Dann habe ich hier Kopfhörer, weil, also allgemein, wenn ich reise, dann will ich lieber Musik hören. Ladekabel, sehr wichtig. Ohne Handy geht gar nicht. Dann Sonnenbrille. Viele haben mich auch gefragt, woher ich die habe. Oh, die ist ein bisschen dreckig. Ja. Die habe ich von Versace, made in Türkei. Ich habe die einfach aus dem Türkei-Urlaub. Dann habe ich hier ein Säckchen. Keine Ahnung wieso. Komisch. Dann habe ich hier so von La Biosthetic so Eye Patches, wenn man halt müde ist und wenn das Gesicht allgemein so angeschwollen ist, dann mache ich das drauf und dann kühlt es und das kühlt dann alles runter. Ja, auf jeden Fall gut und es spendet Feuchtigkeit unter den Augen. Ein Stift, falls ich was aufschreiben will. Dann, also ich bin jetzt hier in diesem kleinen Fach,
Dann habe ich hier ein Parfüm, das Hugo Boss Jour. Ich weiß aber nicht, wie viel das kostet hat. Das hat mir mal mein Freund zum Weihnachten geschenkt, ja. Dann habe ich ein Lipgloss von Maybelline. In welcher Farbe? Das steht nicht dran, aber auf jeden Fall so ein rosana mit so Schimmerpartikeln drin. So. Dann habe ich hier Baby Lips in der Farbe Cherry. Das ist dieses rote. Dann habe ich einen Lippenstift von Labiosthetic Paradise Pink. Das ist auch das gerade, was ich gerade drauf habe. So ein schönes sommerliches Pink. Dann Müll. Dann habe ich hier noch Sweet Kiss von MUA. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. MUA? Mua. Und ist so ein rosaner Lipbalm. Dann habe ich hier nochmal einen Ladeadapter. Aber wieso habe ich zwei? Macht keinen Sinn. Dann habe ich hier noch einen Nagellack. City Siren von China Glaze. Ja, so ein roter Nagellack. Und Müll. Okay, das war dann alles. Hier in den Seitentaschen. Was habe ich hier drin? Voll die Überraschungen hier. Ah, zwei Ohrringe. Zwei verschiedene Ohrringe. Was habe ich hier drin? Ah. Mein Schlüssel. Ich mag es gar nicht, wenn viel am Schlüssel dran ist, weil ich will es immer gleich finden, weil bevor ich da die ganzen Anhänger wegmachen muss, dann muss halt auch leicht sein und deswegen ja. Hier waren wir in meinem Hamburg Dungeon, Anna und ich. Und hier waren Anna und ich auf dem Vasen, Stuttgarter Vase. Haben uns gleich so einen Schlüsselanhänger gemacht. Süß, gell? Ja. Was habe ich hier noch? Dann habe ich hier nochmal zwei Ohrringe. Ah, noch ein Ohrring. Ah, da. Hier, noch ein Ohrring. Sehr viele Ohrringe. Und war es das? Nee, ja. Jetzt bin ich in dem Fach. Da habe ich drin, oh, ein Lippenstift von Was war das? Oh! Da habe ich drin ein Lippenstift von Labiosthetic in der Farbe Orange Blaze. So ein Orangeton. Ja, das sagt eigentlich schon der Name, Orange Blaze. Und ja, finde ich auch sehr schön im Sommer zu tragen. Dann habe ich noch, ah ja, von Acapacca, ja, Green Mandarin Body Lotion. Ja, eine Mini Body Lotion. Ist auch immer sehr praktisch, das habe ich immer als Handcreme benutzt. Und das war es auch schon mit meinem What's in my Bag Tag. Und ja, das ist so alles in meiner Tasche drin. Viele Ohrringe und viel Müll. Das war's auch schon mit meinem What's in my Bag Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr Fragen an mich habt, stellt sie in die Kommentare. Ich beantworte sie euch. Oder vielleicht ein nächstes Fragen- und Antworten-Video. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Tschüssi! Oh,